Moin! Jones, nach 100 Jahren, wo bist du? Auf meiner Baustelle. Hier sieht man nicht so ganz viel, außer dass hier Wandpaneele sind. Kommt mal mit runter. Ah, Werkstatt und Werktag, das gibt's nicht. Endlich hat sich hier ein bisschen Ruhe eingeschlichen. Ruhe aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben ja unser Haus mit unserem Dach machen lassen, deswegen müsst ihr nochmal mitkommen. Kommt mal mit. Tada! Endlich fertig. Das bedeutet, wir können endlich wieder normal arbeiten und normale Vlogs drehen. Und dadurch hat sich auch was ergeben. Hier scheint aber zu doll die Sonne. Wir müssen wieder zurück. Jetzt aber. Oben auf dem Dach gibt's einen neuen Raum. Und da ich endlich wieder streamen will, bauen wir den dafür aus. So wie das restliche Haus von außen aussieht. Mit schön dunkler Farbe. Der eigentliche Zockerraum, das ist eine Geschichte für sich. Der wurde jetzt für was anderes beansprucht. Aber das kommt erst später. Hier habe ich jede Menge von diesen super coolen Paneelen. Das sind im Prinzip die gleichen wie an der Wand. Filzpaneele mit Holz drauf. Ich habe mir die jetzt einfach von Obi geholt. Warum habe ich schon welche oben? Ich habe erstmal geguckt, ob mir die Optik gefällt. Und ich kriege die auch nicht so richtig ins Auto, weil die bei mir eigentlich nicht reinpasst. Die sind zu groß. Deswegen habe ich mir den Rest einfach bei Obi bestellt. Und das ist wirklich sehr entspannt. Das Ganze wird ganz easy geliefert. Es hat geschüttet. Ich musste die Sachen super schnell reintragen. Aber hier sind sie. Wir lassen die jetzt tatsächlich auch unten liegen. Wir nehmen nur eins nachher mit nach oben. Mit dem messen wir dann alles aus und gucken, was wir machen müssen und sägen die dann hier unten zu, damit wir die oben an die Wand bringen können. Dann müssen wir noch eine Treppe bauen. Ich habe eine neue Maschine und hier ist sowieso super viel passiert. Ich habe aber einfach im Sommer keine Vlogs gemacht, weil, wie gesagt, hier war super viel zu tun. Ich hatte viel zu tun, aber jetzt geht's weiter. Heute ist der Montagetag. Treppe. Ich sagte, glaube ich, schon Treppe. Aber wir müssen heute erstmal eine Treppe im Tattoo-Studio verkleiden. Dafür habe ich diese riesen Treppenstufenblenden gebaut. Die kommen ins Auto. Da liegen die Sachen, die wir mitnehmen. Da liegen Autositze und Reifen. Es ist pures Chaos. Und wir müssen wahrscheinlich draußen sägen heute, weil das Tattoo-Studio mittlerweile komplett eingerichtet ist. Das Problem ist, es schüttet den ganzen Tag. Und vielleicht sehen wir auch einen alten Bekannten wieder. Wir fahren mal los. Ich bin da. Und heute ist was ganz merkwürdig. Ich bin super nervös und aufgeregt. Ich habe keine Ahnung warum. Aber ich bin richtig, richtig aufgeregt. Super unangenehm. Ich bin so selten nervös und aufgeregt. Check das gar nicht. Aber alles ist drin. Ich trage langsam rein und dann schauen wir mal, wie es läuft. So, ich habe schon das Tanktop an und die Stufen habe ich schon zerschnitten. Kleine Planänderung. Hier, das ist die Geschichte, um die es geht, das Lager zumachen. Die erste Treppenstufe haben wir schon reinbekommen, aber es ist einfach ultimativ eng. Was? Was macht die Knalltüte hier? Ich brauche einen Montagehelfer. Wer wäre besser als Rich Kowski? Deswegen ist er heute mit am Start. Zum Glück musste er noch nicht mit mir diese Platten schneiden. Das ist auch was, was ich jetzt noch nicht gefilmt habe. Ich sag euch immer, macht es sicher. Es ist manchmal einfach anders. So ist die echte Welt halt. Guck mal, da ist er. Schöne Frisur, Richie. Ober, ne? Ich wollte jetzt tatsächlich Multitool mitbringen, aber ich dachte, du wirst ja wohl die wichtigen Sachen eingepackt haben. Da fliegt er durch. Ist gar kein Problem, jetzt ratsch den Regis Arm. Tada! So. Das ist schon mal drin. Jetzt kommt der Türrahmen. Was ist? Ich freue mich drauf. Er freut sich drauf. Ich freue mich auch. Wenn du ihn von PW Swiss benutzen möchtest. Ah, ne? Mit Rückschlagsicherung oder so. Voll gegen die Decke drauf. Hä?
diesmal geht die Seite easy rein und die nicht. Wir haben gleich noch richtig schön Space, um ihn auszurichten. Mhm. Das wird easy. So. Achso, da muss er. Schon wieder zurück. Wie sieht das sonst so aus? Passt. Tatsächlich. Da haben wir wieder schön Steuern. Ja, ich leiste meinen Beitrag. Danke. Bitteschön. So. Schon reingepfeffert. Schlag ihn rein, Ritschbold. Guten Fensterschrauben. Genau die richtige Länge. Mhm. Ja, schön rüberschieben. Perfekt. Top. Natürlich immer wieder das Thema hier. Irgendeiner muss ja die Kamera halten. Deswegen ist es total schwierig, Sachen aufzunehmen. Treppe haben wir jetzt einsilikolisiert und jetzt kommt hier der Rahmen rein. Dauert alles ein bisschen länger als gedacht. Ist halt so, war ja klar. Ein oben, ein unten. So, das ist schon fest. Tür ist wieder komplett auseinandergebaut. Wir lassen jetzt noch die Bänder da ein. Ich wusste noch nicht, wie ich es festmache. Richard hilft heute auch nur. Einfach, weil ich ihn kenne. Also, er kommt leider nicht wirklich wieder. Nur heute. Aber wir haben viel Spaß. Und jetzt kann ich hier aus der Tür die Bänder rauskloppen. Yippie! Schweinebacke. Unser Essen kommt auch gleich, ist auch sehr lässig. Kumpur. Kumpir, Kartoffel. Da geht was los. Reggie zeichnet an und ich dübel das raus. Alles klar, rein damit. Los geht's. Noch mal. Es geht los. Es geht los. Boah, da gibt ihr gar nicht nach. Wunderbar. Willst du schon sägen? Bricht er raus. Am allerliebsten zu zweit an einem Werkstück klöbeln. Ja. Oh! Das war anstrengend gestern. Montage ist immer so ein Ding. Wie gesagt, sowas nebenbei zu filmen ist mega schwierig. Es tut mir leid, wenn ich da an der Stelle echt nicht so viel abliefern konnte. Aber ich muss auch gestehen, ich habe einfach unglaublich viel mit Richard gequatscht. Und das für euch auch nochmal. Viele haben ja gefragt, wie ist es mit Richie? Und es ist super. Also wir hatten beide echt einen tollen Tag gestern, auch wenn wir echt gestruggelt haben, weil es natürlich Altbau ist immer schwierig, da ist alles krumm und schief. Aber eine ganz wichtige Sache wollte ich euch nochmal zeigen. Ganz oft zeige ich euch Reststücke und auf dem Hauptkanal ist das ja schon ein bisschen Running Gag, wenn ich sage, ein Reststück Holz. Das alles, was hier liegt, was ich eben reingetragen habe, das sind alles Abschnitte, die sich jetzt ergeben. Das ist, stand so erstmal alles über. Das sind ungefähr, ich würde mal sagen, 30, vielleicht sogar 40% in dem Fall. Und das ist was, was leider normal ist. Gerade wenn man solche Türverkleidungen baut, wo man wirklich große, flächige Platten braucht, dann bleibt einfach mega viel über. Das ist einfach so. Man kann natürlich hier raus was bauen und das werde ich auch tun, keine Sorge. Mir geht es nur darum zu sagen,
Es gibt sehr viele Reste, wenn man Möbel baut. Gerade aus solchen Platten ergeben sich teilweise wirklich immense Reste. Das meiste davon liegt tatsächlich noch im Studio drüben, weil ich die großen Platten gar nicht mit hierher nehmen konnte, weil die nicht ins Auto passen. So groß sind die Reste. Wir werden aber da, wie gesagt, vor Ort auch noch was draus bauen. Also keine Sorge. Ich sag nur noch mal, das Reststück Holz, das ist kein Witz. Und noch mal für euch einfach zur Einordnung. So eine Koski-Platte kostet ungefähr 400 € glaube ich. Und wir haben davon gestern drei verbaut für diese Trennwand. Also diese Wand, die wir da gebaut haben. Nur mal so, um eine Idee zu bekommen, was da passiert, wieso, weshalb, warum. Jetzt geht's aber damit weiter. Wandpaneele. Es ist Sonntag, ich muss was schaffen. Und ich habe mein Gammel-Outfit an. Jetzt kann's losgehen. Ich habe mich gestern dreimal brutal geschnitten an den Platten. Egal. Man sieht mich fast gar nicht. Das Einfachste ist, diese Dinge anzubringen. Nach dem Tag gestern ist das echt perfekt, weil gestern war anstrengend. Das wird einfach ausrichten, festschrauben, perfekt. Das Licht hier ist bescheiden, aber da müssen wir jetzt durch. Man kann die letzte Reihe einfach mit der nächsten überlappen und schon sitzt das Ganze einfach perfekt. Das ist wirklich komplett idiotensicher. Und dazu sage ich gleich noch mehr, ich bring's aber erstmal an. Hello. Es ist schon wieder ein anderer Tag. Mann. Und ich traue mich nicht, euch zu zeigen, wie es oben aussieht. Ich habe alles soweit fertig bekommen, aber es sieht aus wie Sau. Ich habe da echt gewütet. Jonas, du hast auch die Tür gar nicht gezeigt. Leute, das Projekt ist ja nicht abgeschlossen. Zur Tür fahre ich am Sonntag wieder. Wochenende ist sozusagen Montagetag. Diesmal ohne Richmond. Da muss ich das Podest hinstellen, was ich aus den Resten da baue. Und ich muss die Küche fertig machen, eine Rückwand aufhängen, die ich aus den Resten mache, also die Halterung. Tatsächlich ein French Cleat. Ich glaube, dass ich das mal sage, das hätte wahrscheinlich niemand gedacht. Und oben geht es auch weiter. Die Platten dranbringen ist ja nur der erste Schritt gewesen, aber ein wichtiger erster Schritt, weil nämlich die Akustik besser ist und wie gesagt, es ist so mega einfach, das Ganze anzubringen. Eine Sache zeige ich euch noch eben, die mir den Allerwertesten gerettet hat. Unser Dach ist zwar neu gemacht, aber nicht alles. Also die alten Balken sind immer noch die alten Balken teilweise. Teilweise auch nicht. Aber no front, die sind halt scheiße eingebaut. Die Wand, wo ich die Paneele angebracht habe, ist so rund, obwohl alle Pfeiler da getauscht. Egal, egal. Was mir geholfen hat, den Winkel da oben rauszumessen bei der Festool-Kappsäge. Ich habe das noch nie benutzt, noch nie in all den Jahren, ist so ein Winkelmaß dabei, so eine Gehrungslehre, womit man ganz einfach den Winkel messen kann. Das ist normalerweise für Ecken, dass man wie in den, warte mal, so in die Ecke vom Bild sozusagen reinmisst, um dann zu gucken, welchen Winkel brauche ich zum Beispiel für meine Fußleiste. Ich habe das Ganze aber so einfach an die Platte gehalten, also so, und mir so den Winkel vom Dach rausgemessen, der sich dreimal auf nicht mal 1,80 verändert hat. Was für ein bescheidenes Dach, aber es sieht jetzt wieder gut aus. Das Ding war super dafür. Ihr könnt euch sowas bestimmt auch selber bauen, aber das hat mir ehrlich gesagt ziemlich den Arsch gerettet, weil sonst hätte ich das, glaube ich, niemals hinbekommen, weil ich nämlich gedacht hätte, dass die Dachneigung immer gleich ist. Es ist wie beim Tattoo-Studio.
Da habe ich auch gedacht bei den Stufen, Mensch, die kriegst schon rein, aber die Wände sind halt so schief. Deswegen bin ich auch ganz froh. Sag ich jetzt zum Schluss, ein langer Teil zum Schluss, wo ich nur rede. Eigentlich sollte das Podest mit den Stufen ein Teil sein. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, machst du es nicht? Und habe gedacht, nee, setz erstmal die Stufen rein. Und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Denn wenn ich das alles als einen Block gebaut hätte, hätten wir gar nichts einbauen können an dem Tag. Nichts, weil wir es einfach nicht in die Lücke bekommen hätten, ohne grob was abzuschneiden, dass wir am Ende wirklich unten so einen Rand gehabt hätten. Jetzt haben wir nur die Stufen zerschnitten, das ist nicht so schlimm. Also, oh, manchmal ist es gut, wenn es irgendwie scheiße läuft, weil man dann doch, ich weiß es doch auch nicht. Ich muss weitermachen, wir sehen uns beim nächsten Vlog. Der kommt am Samstag, versprochen. Und der nächste danach kommt Anfang nächster Woche, auch versprochen, weil ich schon weiß, was ich mache und ich werde es auf jeden Fall filmen. Also, bis dann, tschüss.